Sie stehen mitten in der Nacht auf und gehen zum Friedhof. Diese Frauen aus Köln und Umgebung, ihr Grund, Emma suchen. Seit bereits 6 Monaten suchen Monika Göke und ihre Mitstreiterinnen nach der Mischlingshündin. In Tag- und Nachtaktionen bringen sie hunderte Plakate an und suchen nach Spuren an Orten, wo Zeugen Emma gesehen haben wollen. Guck mal, hier ist innen ein kleiner Fußabdruck. Der Hund hat kein Rudel, der Hund hat kein warmes Plätzchen, der Hund kennt das hier alles nicht, der Hund hat hier keinen Anlaufpunkt, der rennt hier einfach rum und keiner sucht. Es wiederholt sich natürlich alles. Also das, was wir jetzt hier machen, das habe ich in Wesseling gemacht, das habe ich im Vorgebirge gemacht, das habe ich in Brühl gemacht. Wir fangen immer wieder von vorne an. Seit 6 Monaten irrt Emma im Rheinland umher, wird an den verschiedensten Orten von Zeugen gesichtet. Emma kam aus dem Tierheim zu neuen Besitzern nach Wesseling. Dort nahm sie nach nur 3 Tagen Reis aus. Der Besitzer gab die Suche schnell auf. Das gefiel Monika Göke nicht, die den Hund aus dem Tierheim kannte. Und auch andere Außenstehende lässt Emmas Schicksal nicht kalt. Dann fahren wir an die Stelle, wo Emma gesichtet worden ist. Das heißt, ich wohne in Hürth, also klappere ich die Hürther Ecke ab und nehme das Futter aus dem Auto und die Plakate und plakatiere, wo es nur geht, und füttere auch an den Stellen, wo sie gesichtet worden ist. Der Emma-Suchtrupp spricht sich regelmäßig ab, wer was, wann und wo macht. Dass die Suchenden den Hund zum Teil gar nicht kennen, macht ihnen nichts aus. Ihnen geht es um den guten Zweck. Das ist einfach die Tierliebe. Ich habe selbst einen Hund und auch habe ein gutes Händchen und gutes Gefühl für Tiere. Ich helfe überall, auch bei Katzen, Igel, also alles, was so am Wegrand ist, wem es nicht gut geht, da wird Futter hingestellt. In seiner Not schaltet der Emma-Suchtrupp sogar eine Tierkommunikatorin ein, die gedanklich Kontakt zu Emma aufnimmt. Die Protokolle der Kommunikatorin werten sie dann aus. Ja, hier steht, wie geht es dir heute? Mir geht es gut, besser als sonst. Durch einen Hinweis der Kommunikatorin hätten die Frauen Emma sogar beinahe schon mal gefunden. Eine der Suchenden ging der Spur, die zum Friedhof führte, nach. Und hat sich einfach mal da hingesetzt auf die Bank. Es wurde von der Bank gesprochen. Und ob sie es glauben oder nicht, es raschelte im Gebüsch und Emma schoss raus. Einfangen konnte Emma niemand. Sie ist zu schnell und läuft immer wieder weg, wenn man sich ihr nähert. Monika Göke und ihr Suchtrupp wollen Emma aber nicht ganz aus dem Kopf streichen. Hauptsache, es geht ihr gut. Also ich habe mich natürlich jetzt ein Stück daran gewöhnt, dass sie seit 6 Monaten oder seit 6,5 Monaten auf der Straße lebt. Ich bin immer wieder beruhigt, wenn ich weiß, in welchem Gebiet sie sich ungefähr aufhält. Und wenn es dann heißt, ja, sie ist immer noch flink unterwegs. Jetzt kann der Emma-Suchtrupp nur hoffen, dass die Mischlingshündin ihnen doch irgendwann noch mal ins Netz geht.